Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute wollen wir definitiv am EPF rumspielen und zwar wir möchten die hier austauschen, müssen das hier eventuell auch noch austauschen und das da und das da. Das heißt, ich werde jetzt schon mal hingehen mit meiner Wrench. Ja, da werde ich jetzt nicht hinkommen. Das ist natürlich doof. Machen wir von der anderen Seite. Das ist Block Nummer 3. Den haben wir schon mal abgeschlossen. Das heißt, das Benzin, das jetzt da drin ist, ist sozusagen das letzte. Danach ist das Benzin alle. Kann ich jetzt auch gleich mal anfangen? Ja, okay. Wobei, ich muss da noch lustige Sachen herstellen. Aber nee, ich brauche auch Aluminium. Können wir auch gleich machen. Also 16 mal Alu. 16 mal das. Ich merke schon, ich muss jetzt bald demnächst wieder das. Hahaha, kann ich nicht mehr machen. Machen wir nur 8. Muss wieder Nitrogen herstellen. Aber dann kann der schon mal laufen und die da leer saugen. Wird noch lang genug dauern. Das Problem ist, ich kann es ja nicht rumtragen, weil sobald ich die abbaue, verbraten die mir ja sozusagen die also ist das ganze Benzin weg. Wäre jetzt zwar jetzt auch nicht todtraurig, aber muss ja nicht sein, ne? So weit sind wir. Ist nicht mehr traurig, wenn Benzin flöten geht. Okay. Also, wir fangen jetzt erstmal als allererstes an. Ich brauche als erstes mal hier von 8. Davon brauche ich 2. Ein Kabel war übrig, das war klar. Kommst du schon mal rein? Den wieder umstellen. Einmal Poly. Dann komm du rein. So, haben wir schon mal den. Dann brauche ich auf jeden Fall auch Kupferkabel. Ich brauche 32 Stück. Habe ich zumindest. Jawohl. Das heißt, ich kann gleich mal wieder tue ich dich weg. Da rein. Da rein. Und dann brauche ich noch eine Kiste. Kiste. Gib mir eine Kiste. Das da. Das da. Das da. Und ich habe schon mal eine Medium Voltage Battery Buffer. Der wird irgendwann den hier ersetzen. Kann man aber erst machen, wenn alles fertig ist. Ich brauche dann sowieso auch noch das andere Kabel. Ich habe bis jetzt nur 4er.
Das kann ich zwar auch gebrauchen. Am Anfang, für hier. Es wird nur lustig. Das heißt, ich muss jetzt mir auf jeden Fall mal schnell... ein paar Zellen nehmen und die durch den Kompressor jagen. Brauche wieder Luft. Muss wieder das andere Zeug herstellen. Brauchen wir. Okay. So, das haben wir auch, das haben wir auch. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall auch schon mal wieder... das da reinfüllen. Und 7 Stück. Dann brauche ich dann Unrelated Copper Cape, Copper Wire. Heißt, hier kommt auch noch ein Stack rein. Die 32 müssen dann auch gleich hier durch. So, ich brauche jetzt für dich brauche ich auf jeden Fall nochmal 8. Und ich glaube, ich brauche ich brauche 2 Stück. Jetzt muss ich mal wirklich gucken und rechnen. Ich habe noch 16. 8 Stück werden gemacht. Jetzt wisst ihr auch, warum das andere Zeug läuft. Ich brauche, genau. Habe ich den Energy Hedge habe ich hier. Advanced Combustion Generator, genau. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Good Circuits brauche ich 2. Das ist kein Problem. Aluminium Gear, ne, das heißt, ich brauche hier schon mal 8. Für einen, ich brauche 2. Also 16. Dafür brauche ich 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Aluminium müssen wir herstellen, dass ich nur das machen kann, dass der mir den Strom produziert. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das andere... nee, das reicht mir nicht aus. Weil ich muss ja den EBF auf MV hochschrauben. Und dafür brauche ich ja auch nochmal 16 Stück. Das wird jetzt witzig. Ich glaube, das mit dem Abklemmen war zu früh. Aber vielleicht reicht's ja. Vielleicht reicht's ja. So, dann heißt es jetzt dich nehmen und in die Zentrifuge hauen. Dann machen wir jetzt Item Output aus und Fluid Output bleibt an. Und habe ich noch irgendwo einen Tank rumstehen, sonst muss ich mir einen Tank bauen. Den will ich nicht verwenden. Den kann ich verwenden. Muss den nur mal schnell hier hinstellen, dass der mal schnell entleert wird. Es leckt momentan ein bisschen. So. Okay. Und ich habe einen leeren Tank. Den brauche ich jetzt drüben. Da kann ich dann mit meinen Zellen arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt dann nochmal 40 Zellen dann am Schluss rein ballern.
So, mir fehlen auf jeden Fall noch zwei, das weiß ich. Eins, zwei. Und dann kann ich nochmal gleich mir nochmal sechs Stück holen. Oh, dann habe ich gleich die nächsten acht. Wo ich durchpushen muss. Hammer. Kann ich gleich wieder zwei weglegen. Die werde ich nämlich wieder brauchen. Da rein. Lassen wir mal laufen. So, das heißt jetzt für mich als allererstes, ich brauche ja, um den sozusagen jetzt hochzustufen auf HV, brauche ich ja die Energy Hedge. Dafür brauche ich Ultra Low Power IC Bla. Das heißt, ich brauche jetzt eine Terra Lens. Ich glaube aber auch Rubin geht. Nicht Rubin, Emerald. Und ich habe sogar festgestellt, ich habe drei von denen. Das heißt, ich kann mir sogar in der Lathe machen. Ja, ich mache es halt hier schneller. Da rein. Ah, okay, und der ist auch schon gerade dabei, Hydro herzustellen. Mittlerweile habe ich wieder mehr Hydro als das andere Zeug. Auf mal. Elf. Okay. Die Batterie, der macht sogar ein bisschen die Batterie leer, damit der EBF arbeiten kann. Auch nicht schlecht. Cool. Ah, okay, aber die sind auf jeden Fall auch angegriffen. Ja, man merkt gerade, ne, dass diese Reihe hier läuft. Und dass die jetzt auch alle laufen. Aber wird schon reichen. Wie gesagt, wir müssen jetzt das zweimal machen. Noch zweimal machen. Und 1700, ja, das haben wir schon im ersten Bereich. Geh weg. Auch gleich wieder rein. Und gleich wieder in den Kreislauf. Ja, der kann ruhig zweimal das produzieren oder dreimal. Wenn ich hier 10 Oxygen drin habe oder 9, dann habe ich einen Zyklus durch. So, okay. Small Pile. Wo hau ich dich jetzt hin? Hier rein. Die Lanz läuft hier gerade. Emerald Lens. Ein Wafer rein. Hoffe, dass da genügend Energie drin ist, weil ich brauche vor allem zwei. Ich glaube, brauche ich die großen oder die gesägten? Ich brauche die gesägten, okay. Hätte ich nicht mal zweimal machen müssen. Ha, und kriege auch nur zwei raus. Das ist super.
hoffe, dass ich die für was anderes auch noch gebrauchen kann. Das heißt, wir haben das, wir haben das. Und ich habe mal gesagt, dann reicht mir das auch, dass ich nur einen habe. Okay, ich muss zwei machen, aber das ist ja trotzdem, müsste rauskommen. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall elektrische Pumpe, ich brauche Lubrikant. Maschinenhalb bräuchte ich auch zwei und wir brauchen dieses Medium Voltage Dingsbums da. Das heißt, ich brauche jetzt Aluminium Wire. Das sind jetzt dann 4, 16 müssten das jetzt sein. Will ich jetzt definitiv auch erstmal abwarten, dass das auch so ist. Aluminium Wire, das ist ja schon EV-Kabel. So, jetzt müssten da 4 rauskommen. Dann sind es 16, dann brauche ich nochmal 6. Ja. Okay, das ist jetzt halt das, was ich brauche, um die Coils herzustellen. Und ich mach mal gleich 8 Steel Rods. So, die Batterie ist schon mal wieder voll. Tauschen wir da gleich aus. Aber der läuft noch. Wie schaut's aus? Okay, der baut ab. Und der ist komplett leer. Ja, ich glaube, ich sollte es mit der Batterie erstmal lassen, bis der durch ist. So. Dann heißt es jetzt, ich habe die gleich wieder durch. Dann hätte ich schon mal wieder die Coils. Bin ja gerade dabei. Ich mache jetzt vor allem gleich 16 von diesen Magnetic Rods, weil da habe ich nämlich den einen Teil von der einen Quest endlich durch. Ich mache die sowieso die ganze Zeit, nur immer 4, 4, 4, 4, einmal 16. Dann haben wir sozusagen die Quest 11V Magnetic Steel Rods, die fehlen noch. Dann haben wir das auch mal durch. Wie gesagt, brauche ich sowieso jetzt dann 4 Stück. So, die 16 Stück haben wir. Muss ich dann noch Circuit Nummer 1 mitnehmen? Ich glaube, die waren im MV schon. Genau, dafür braucht man nämlich den MV Assembler. Und wir haben die 16 Stück. Und auch gleich abgeschlossen die Quest. Sehr schön. So, gehen wir dahin. Wenn wir es sowieso dann auch brauchen, weil wir brauchen ja noch Motoren. Das war's dann. Du und du und du. Jetzt schon mal auf jeden Fall mit einer anderen Geschwindigkeit. Das ist schon mal sehr schön. Haben wir schon mal eine Coil. Und hier haben wir wieder 16 Aluminium. Das kann ich jetzt gleich durch die Bending. Nee, kann ich gleich durch die Bending hauen? Nee, kann ich nicht, weil da fährt mir Circuit 1.
Weil ich hier drüben, glaube ich, auch noch welche gehabt. Habe ich hier nicht auch irgendwo Socket Nummer 1 drin? Ja, in dem. Dann klaue ich mich wieder dich zurück. Nämlich den anderen. Ich weitermachen. So. Dann brauche ich auf jeden Fall nochmal 4 Poly. Brauche ich 4 Kabel. Und 16. Item Output aus. Oh, 44 hat er fertig. Zack. Hoffe, dass wir das alles hinkriegen. Ha! Ja. Jetzt kann es natürlich nicht klappen. Und das unrelated Kabel habe ich noch nicht gemacht. Okay, aber ich brauche nur erstmal einen Durchlauf. Dann kann ich es machen. Gebe mir 32 bitte. Davon 8. Wir wechseln das Zeug. Dann kann ich nochmal das Kabel herstellen. So, Item Output machen wir wieder an. Ich bräuchte nämlich eigentlich auf jeden Fall 8 Stück. Hier auch. Ah, wir haben hier auch nochmal unrelated Copper. Dann gib mir mal doch bitte die 4. Dann haben wir nochmal 2. Und nochmal 2. Dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal 8 Stück. Da können wir einiges drüben anschließen. Okay. Und wenn ich wieder 16 habe, mache ich nochmal welche. Auch auf jeden Fall auch nochmal. Naja, wobei, wie viel Kupferkabel habe ich jetzt noch? 41, das reicht auf jeden Fall aus. So, wir haben wieder 16. Weil ich muss ja auch noch die EBFs anschließen. Das heißt ja, ich habe hier... Ha, dann müsste ich ja den eigentlich auch austauschen, aber das wollte ich erstmal provisorisch voll anschließen können, an dem einen. Irgendwann kommt dann hier der zweite hin. Das heißt aber, ich habe jetzt 1, 2... Scheiße, da habe ich auch einen. Ah, nee, das ist ein Transformer. Der ist wurscht. Also dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin ich schon bei 10. Sehr schön, habe ich 12. Ich dachte, komm, irgendwann Battery Buffer, aber da muss ich dann wirklich Aluminium im Dutzend billiger bauen. Kann ich jetzt dann mit dem zweiten Teil machen. Hat dann komplett den Stack durchgelassen, aber wir brauchen jetzt die. Achso, nee, kann ich gehen. Fehlt noch das Circuit. Elf.
dass ich mich jetzt nicht verbastelt habe. Ah, ja. 16. Wie konnte ich das nur vergessen? Er braucht ein bisschen. So, jetzt ist meine kleine Frage. Haben wir gesagt, dann haue ich noch mal 16 Zinnkabel durch. Die kann ich ja auch brauchen. Und dann kann ich noch den Rest in normalen Kupferkabel anlegen, weil ich ja das auch noch mal brauche. Ja, heute ist viel Vorbereitung. Ja, wie gesagt, was ich jetzt halt wirklich vorhabe, ist die austauschen. Ich könnte jetzt hingehen. Ich baue hier zwei ab oder ich baue mir nochmal zwei. Kann man natürlich auch machen. Ich baue mir nochmal zwei Combustion-Generatoren und habe ich hier 8 Stück stehen. Wobei, um HV zu kriegen, bräuchte ich eigentlich 16. Das heißt, ich müsste eigentlich beide dran anschließen. So, wie weit bist du? Du bist wieder komplett voll. Das ist wieder mal perfekt. Du bist auch komplett voll. Auch perfekt. Und jetzt brauche ich nochmal da 16. Ja, wie gesagt, ich bräuchte eigentlich 4 Stück, aber wie gesagt, wir wollen ja die Batterien auch herstellen. Da können wir uns gleich mal angucken, was wir dafür brauchen. Mal die gleich rein, danke. So, der Ruby kommt dahin. Brauchen wir noch schnell das Aluminiumkabel. Dann haben wir wenigstens das fertig. Dann werden wir da schon mal einen Schritt weiter. Zwei haben wir, 3 und 4 kommt noch. So. Dann haben wir das da. Da brauchen wir auch 3 und 4. Ultra Low Power IC. IC. Das war die Quest hier. Die wird halt noch nicht freigeschalten sein, wo das jetzt dann hingeht, weil wie gesagt, aus dem machst du die besseren. Medium Voltage Transformer. Den bräuchte ich ja nicht auch. Also den brauchen wir dann, wenn wir die Verkabelung machen. Dafür brauche ich den auf jeden Fall. So, wir haben jetzt schon mal da 4 und da 4. Gehen wir mal an den Table da. Das da und das da. Das heißt, ich brauche ja jetzt für die MV-Edges. Was das Schlimmste ist, ich brauche noch 4000 Lubrikant. Wenn es jetzt ganz blöd läuft, kriege ich die nicht zusammen. Die kriege ich gerade noch zusammen. Das heißt aber auch, ich muss Lubrikant bald wieder herstellen. So, du kommst dahin. Das war da. Dann kommt das dahin. Mal. Genau, Kupferkabel brauche ich auch noch 2. Schauen wir mal, Motoren 1, 2.
brauche ich gar nicht so viele. Stahlfluid Pipes brauche ich noch. Hauen wir mal gleich wieder 9 Stück rein. Haben wir wenigstens 2 auf Vorrat, die werden sowieso schneller weg sein, als ich gucken kann. Okay, und dann haben wir hier. Ah, nee, klar. Kann ja nicht gehen. Ich brauche davon nochmal 10. Ja, Material könnten wir eigentlich immer die ganze Zeit herstellen. Und einen abstellen. Hey, du machst nichts mehr anders außer Material. Ja, aber dann brauche ich auch Strom. Und der war natürlich total affig jetzt. Aber so megamäßig. Ich habe jetzt ein Gear, das was ich nicht brauchen kann. Weil ich zu blöd bin, zwischen Gear und Rotoren zu unterscheiden. Eines ist ein Zahnrad-Drag und das andere dreht sich mit Wasser. Eventuell. So, gleich wieder aufräumen. Ja, vielleicht habe ich irgendwann Glück und ich kann den gebrauchen. So kriegt man auch Batterien leer. Wir laufen noch. Ich habe erst 4. Glaubt das mit. Wir schaffen das in der Folge. Kann ich schon mal einen Haken dran machen. Okay. Dann heißt es jetzt das Hydrogen nämlich raus. So, jetzt habe ich dann Fluid. Da habe ich drin 39. Muss ich rausnehmen? War, glaube ich. Ja, da, genau. Okay. Dann brauche ich jetzt definitiv halt. Ich habe irgendwo eine Quest gesehen, wo ich so viel Lithium oder was auch immer herstellen muss. Wo ich glaube ich 500 oder 1000 von dem, ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich das gemacht habe. Auto generate power, ja genau, das sind wir ja gerade auf dem Weg. MV Steam Turbine, The Church of Benson, Holy Altar, Diesel Power. Okay. Dann brauche ich jetzt, ja. Wo warst du? Warst du vielleicht bei den Multiblöcken? Nicht, dass ich sehe. Ich habe irgendwo gesehen, dass da eine Quest war. Ha, 832. Ich habe es doch gewusst. Clay Dust habe ich 1100. Danke. Und 128 Silikon. Dankeschön. Oh, dann kann ich das wieder einpacken. Aufdrücken. Ja, scheiße.
Soll sie vielleicht jetzt nicht gerade das auch noch laufen lassen, wenn der sowieso gerade schon das rauszieht? Ist egal. Lass die Batterie halt mitmachen. Ja, okay, die sind noch voll. Dann ist in Ordnung. Ich brauche auf jeden Fall Lithium, weil wir brauchen jetzt eine. Ich hoffe, ich habe noch Rubber drin. Sonst hätte ich mich jetzt irgendwo hingetreten. Wir brauchen eine Battery. Brauche auf jeden Fall eine. Ach so, nee, das ist ja eigentlich schon übertrieben, was ich gerade mache. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche dafür im Assembler. Ja, brauche. Geht ja auch nur noch mit Poly. Ich habe da sowieso gerade. Nee, da habe ich zu wenig dafür. Aber. Muss mir trotzdem anschauen, was ich für ein Gabel brauche. Ein Goldcable. 4 Stück. Das ist hervorragend. Dann jage ich die nämlich durch. Und schmeißt gleich nochmal 2 Gold hinterher. Dann könnte ich mir schon mal 2 davon bauen. Und Moment, ich brauche, glaube ich, Transformer. Den MV. Nee, nicht den High Transformer, den M Medium Voltage Transformer. Dafür brauche ich nämlich auch nochmal ein Goldkabel. Machen wir gleich nochmal 2. Weil es geht sowieso nur so. Da kann ich mir auf jeden Fall, da könnte ich mir auch noch 2 Transformer bauen. Ich kann mir. Na doch, geht. Nee, geht nicht. So, aber die haben wir. Aber ich habe meinen Rubber draußen. So. Das war dann hier. Mir fehlt für die Pumpe. Die Rotoren. Gemacht habe ich sie. Mitgenommen habe ich sie nicht. Eins. Was ist jetzt kaputt gegangen? Der Wrench. Machen wir 9. Danke. Ist der halt unten, ist mir auch egal. Haben wir mal einen aus Stahl. Der war dann hier. Brauche 2 Pumpen. Die waren hier. Und 2 Kabel. Die sollte ich mir auch noch holen. Kabel. Die haben wir hier. So, dann habe ich auf jeden Fall schon mal die MV Energy Hedges. Das heißt, wir könnten jetzt sogar schon den EBF upgraden. Bringt mir nur nichts, wenn ich nicht den Strom dafür produziere. Das heißt, ich stelle die schon mal da rein. Im Medium Voltage Battery Buffer lege ich auch hier rein. Und die 4 Batterien. Ne, die reichen mir nicht. Ich brauche nochmal 4 Batterien. Die muss ich mir halt dann aus dem Kraftwerk eventuell borgen.
Hab ich noch Alloy? Anti-Money Ingot? Battery Alloy? Ein Battery Alloy? Battery Alloy, 48 Stück. Ist dann doch das da. Nee, ist der drunter. Bräuchte ich bitte 12 Stück? Da bräuchte ich. Brauch 4 Batterien. Mach 12 Platten. Aha. Wenn ich rechnen kann, soll es bleiben lassen. Nein. Bloß nicht. Wer es nicht kann, soll üben. Dann kann man's. Kann ich nicht. Mach ich's nicht. Medium. Ah, andersrum. Entschuldigung. Ja, Kontakte sind da seit neuestem unten. Ja, ist egal. Im Prinzip wäre es dasselbe gewesen. Muss ich mal gleich gucken. Habe ich denn noch Lithium da? 20? Das heißt, die kosten mir 8. Also ich habe jetzt hier nochmal 4 gemacht. Die Batterien sind gleich alle. Wir sind schon jetzt hier bei 14. Machen wir hier nochmal kompletten Satz rein. Das heißt, ich kriege gleich wieder 4. Das heißt, ich habe hier ich habe 20 drüben, ich habe 8 verbraucht. Das heißt, die 4, die wo ich jetzt habe, sind die Batterie Nummer 3. Und dann brauche ich Nummer 8. Ja, richtig gerechnet. Auch immer besser. So, das heißt, wir haben jetzt dann auf jeden Fall dann auch 8 Batterien drin. Und die muss ich auf jeden Fall auch voll kriegen. Bei der EBF wird mir die dann leer saufen. So schnell ich gucken kann, wird er mir die leer saufen. Eigentlich müsste ich jetzt dann schauen, dass ich so schnell wie möglich so viele von diesen Combustion Engine brauche, wie es nur geht. Eigentlich auch am besten 8 Stück. Wäre halt auch schon vernünftig, den EBF dann drüben auch noch aufzubauen in MV. Aber ja. Was nicht ist, wird noch. So, das heißt, ich brauche jetzt nochmal gleich ein Stack davon. Habe ich auf jeden Fall meine Batterien noch fertig. Die will ich nämlich noch fertig machen. Wir haben ja festgestellt, wir brauchen für die was sind sie da? Wir brauchen für einen genau zwei, also für einen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, zwanzig. Zwanzig. Und ich glaube, die Gears unten habe ich vergessen. Dann wären sogar 28 für einen. So.
Das heißt, ich werde jetzt dann schön, brav, fleißig und artig, wie ich bin. Und ich will da nicht zählen. Mal wieder nicht zählen. Ach nee. Ja, ich habe mich in die andere Richtung verrechnet. Ich habe mehr gemacht, als ich brauchte. Oder es waren... nee, ich glaube, da waren noch welche drin. Ich habe mich nicht verzählt. Da waren noch welche drin. Da waren ja noch Platten gelegen. Auch nicht ganz doof. So, machen wir die. Aber gesagt, die zwei will ich noch machen. Nee, aber dann bin ich brav und artig. Und stellt mir mal genügend Aluminium her. Das heißt 24 Hammer. Wir hätten sozusagen die erste Engine. Stell aber auch genügend her, dass wir eine zweite auch noch bauen können. Dann kriegen wir natürlich schneller die Batterien voll. Weil dann wird beim nächsten Mal der EBF umgebaut. Ja. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert, aber wir haben mal wieder alles komplett gemacht. Wie gesagt, die Batterien haben wir auch gleich. Ich könnte sie eigentlich auch sogar schon laden, wenn ich wollte. Wenn ich nach drüben gehe. Moment, ich habe hier zwei, ich habe hier vier. Vier davon. Ich weiß, ich könnte jetzt den in billiger machen. Will aber trotzdem den gut haben. Diode. Kupferkabel war das. Genau. Ah, Dioden sind ausgegangen. Ja, und die muss ich natürlich auch noch austauschen. Dann brauche ich schon mal die Circuits. Dann haben wir die auf jeden Fall auch schon mal. Mhm. So, meine Batterien sind auch fertig. Kann die wieder reinstopfen. Wie gesagt, Resistoren, die werden in Zukunft nur noch so hergestellt, über SMDs. Finde ich billiger. Kann auch sein, dass das teurer ist. Erstmal. So, aber wir haben die Good Electronic Circuits, wir haben die Batterien. Und ja. Dann heißt es, ich kann Aluminium vorbereiten. Wie ein Weltmeister. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge mal gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auch mal wieder einen Daumen nach oben da. Dann sehe ich, dass ihr euch gefällt. Und wie gesagt, wenn nicht, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Warum nicht? Was ich soll ich verbessern? Und so weiter und so fort. Genau, dann seht ihr jetzt noch schöne Videos links und rechts. Einmal die Playlist und einmal ein vorgeschlagenes Video von meinem Channel. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.